Was sind die sieben Weltwunder von heute? Auf allen Kontinenten waren Menschen aufgerufen, per Internet für ihre Favoriten zu stimmen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen technischen Meisterleistungen, nationalen Monumenten und Zeugnissen uralter Kulturen. Jetzt stehen die sieben neuen Weltwunder fest. Aber warum gehört das Kolosseum in Rom dazu, von dem nur eine Ruine blieb? Was macht ein Grabmal in Indien auf dem Siegerpodest? Weshalb wurde die große Mauer in China gewählt und eine Pyramide der Maya-Kultur? Auch eine in den Fels gehauene Stadt der Toten zählt zu den neuen sieben Weltwundern. Ebenso wie eine Stadt in den Wolken. Und eine monumentale Christusstatue. Sie waren der Stolz von Nationen. Jetzt gehören sie uns allen. Sie sind zu unseren beliebtesten Reisezielen geworden. Einmal im Leben sollte man sie gesehen haben. Das erste der neuen sieben Weltwunder ist ein Symbol für die Sehnsucht nach unsterblicher Liebe. Ein Dichter nannte das Mausoleum Träne auf der Wange der Zeit, der Taj Mahal. Es liegt im Herzen von Indien in Agra, einst Hauptstadt der Mogule. Der Taj Mahal ist Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt. Das Mausoleum gilt als vollkommenes Bauwerk. Es scheint zu schweben, nicht von dieser Welt zu sein. Generationen von Architekten versuchten, das Geheimnis seiner Schönheit zu ergründen. 1000 Elefanten kamen auf der damals größten Baustelle der Welt zum Einsatz. Vor fast 400 Jahren begann das gigantische Unterfangen. Abertausende Arbeiter aus ganz Indien wurden nach Agra befohlen für den Bau des Taj Mahal. Alles begann mit einer Love Story des Großmoguls Shah Jahan. Er hatte hunderte Frauen. Aber er liebte doch nur die eine. Er nannte sie liebevoll Mumtaz Mahal, Juwel des Palastes. Die Dichter rühmten ihre anmutige Erscheinung. Sogar der Mond würde sich vor ihr schamvoll verbergen. So schön sei sie. Er verwöhnte sie mit kostbarsten Geschenken. Der Reichtum der indischen Mogule war sprichwörtlich. Indien galt mit seinen großen Edelsteinvorkommen als Schatzkammer der Welt. Und die prunkvollen, golddurchwirkten Brokatstoffe waren selbst an Europas Königshöfen begehrt. Noch heute klappern die alten Webstühle aus der Zeit der Mogule. Die indischen Meister geben die kunstvollen Motive von Generation zu Generation weiter. Faden für Faden entstehen Bilder einer glanzvollen Epoche. Das einfache Leben am Fluss war dem Mogul fern. Seine Untertanen waren ihm fremd. Er sprach nicht einmal ihre Sprache. Von Kind auf lebte er isoliert hinter den Mauern seines Palastes. Voller Neid soll er die Kinder beim Spielen beobachtet haben. Für sie aber war Shah Jahan ein allmächtiger Halbgott, den sie gleichzeitig verehrten und fürchteten. Denn es hieß, einen jeden in seinem großen Reich könne er sehen. Shah Jahan und Mumtaz Mahal verbrachten Tag und Nacht miteinander. Aus der Harmonie ihrer Leiber und Seelen erwuchs eine große Liebe, berichtet ein Hofchronist. Dann brach das Unglück über die Liebenden herein.
Aufstände erschütterten das Reich des Großmoguls. Seine Macht war bedroht. Er musste in den Krieg ziehen. Mumtaz blieb an seiner Seite, obwohl sie ein Kind erwartete. Das 14. Der Schah siegte zwar auf dem Schlachtfeld, aber er verlor die Liebe seines Lebens. Mumtaz starb bei der Geburt ihres Kindes. Unendlich groß war die Trauer des Schahs. Seine unsterbliche Liebe wollte er mit einem Monument verewigen. Es sollte das letzte und kostbarste Geschenk für seine Mumtaz werden. Ein Grabmal, wie es die Welt noch nie gesehen hatte. Ein Liebesgedicht aus Stein. In allerreinstem Weiß sollte es erstrahlen. Der Mogul ließ die Marmorvorkommen Indiens erschließen. Selbst in der fernsten Provinz ließ er Blöcke brechen und zum Mausoleum schaffen. Kein Aufwand war ihm dafür zu groß, kein Preis zu hoch. Ein Traum von weißem Marmor entstand. Mit seiner perfekten Harmonie gilt es als Krönung islamischer Baukunst. Die Innenwände des Prunkbaus wurden mit Halbedelsteinen kunstvoll verziert. Achate und Lapislazuli, Perlmutt und Koralle wurden in der eigenen Werkstatt geschliffen. Aus dem fernen Italien ließ der Mogul dafür Steinschneider kommen. Sie wiesen indische Handwerker in die Kunst des Florentiner Mosaik ein. Steinchen für Steinchen in Marmor eingelegt, entstanden und entstehen noch heute Mosaiken aus harten Steinen. Das gesamte Bauwerk ist bis ins Kleinste durchdacht. Alles für den Effekt, optische Täuschungen eingeschlossen. Die Minarette stehen nicht senkrecht und sind nicht wie üblich nach innen geneigt, sondern leicht nach außen. Denn stünden sie exakt senkrecht, sehen sie für den Betrachter schief aus. Ein weiterer Vorteil: bei einem Erdbeben stürzen sie nach außen. Shah Jahans Prestigebau bliebe so vom Einsturz verschont. Nach 11 Baujahren war der Taj Mahal endlich vollendet. Aber die Menschen und Ressourcen Indiens waren erschöpft. Es kam zum Staatsstreich. Sein eigener Sohn entmachtete Shah Jahan. Der Palast von Agra wurde zu seinem Gefängnis. Sein einziger Trost: vom Fenster aus konnte er das Grabmal seiner Geliebten sehen. Tief im Innern des Taj Mahal hat er ein Geheimnis verborgen. Denn der Sarkophag von Mumtaz ist nur ein Scheingrab. Tatsächlich ruht sie in einer geheimen Kammer unter dem Mausoleum. Niemand sollte die Ruhe seiner verstorbenen Liebe stören. Heute ist der Taj Mahal eine Hochsicherheitszone. Fanatische Islamisten sind erbitterte Gegner des pompösen Totenkults und drohen mit Anschlägen. Seitdem sind Filmaufnahmen am Taj Mahal und in den glanzvollen Innenräumen strengstens verboten. Doch die Versuchung ist groß, heimlich ein Bild vom Schrein der Liebe zu machen. Millionen machen zur Erinnerung Fotos vor dem Taj Mahal. Das neue Weltwunder ist ein Juwel der persisch-indischen Kultur. Eine Erinnerung an die versunkene Welt aus 1001 Nacht. Unser nächstes Reiseziel ist Rom, die ewige Stadt. Mit einem Weltwunder, das nicht aus Liebe gebaut wurde, sondern zur Unterhaltung der Massen. Mit blutigen Spielen auf Leben und Tod. Das Kolosseum. Ein Ort des Schreckens. Eine Arena der Grausamkeiten, errichtet von Kaiser Vespasian vor 2000 Jahren. Es ist das erste freistehende Amphitheater, gebaut aus Stein und Zement. Opus Cementitium genannt. Und das Wahrzeichen von Rom. Giovanni fährt jeden Morgen durch Rom zu seinem Arbeitsplatz. Seine Dienstuniform trägt er mit Stolz. Mit seinem Freund Giuseppe übernimmt er die Morgenschicht am Kolosseum.
Prächtige Brustpanzer. Gladius und Helm machen aus den Männern römische Tribune. Ihr Auftritt ist mehr als nur ein Job. Sie haben, so sagen sie, die Rolle ihres Lebens gefunden. Besser so, denn Römer wie sie haben einst die Welt erobert. Das Kolosseum war Ausdruck für die Größe Roms. Vom Ruhm der einstigen Weltmacht profitieren auch Giovanni und seine Amici als begehrte Fotoobjekte der Touristinnen. Seit das Kolosseum zum neuen Weltwunder erkoren wurde, haben sie noch mehr zu tun. Zu Zeiten der römischen Kaiser war der Eintritt noch frei. Ein Geschenk, um das Volk für sich zu gewinnen. Panem et circenses, Brot und Spiele, hieß ihre Herrschaftsstrategie. Im Vorprogramm wurden schon mal Kriegsgefangene und bekennende Christen den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Höhepunkt des Spektakels? Der Kampf der Gladiatoren. Sie trainierten im Labyrinth der unterirdischen Katakomben. Backstage ins Kolosseum kamen Senatoren, eskortiert von ihren Damen, um Wetten auf die Muskelmänner abzuschließen, Testosteron zu schnuppern oder vielleicht ein Date mit ihnen zu verabreden. Aber erst einmal war oben der Kampf auf Leben und Tod zu bestehen. Würde der Daumen raufzeigen? Oder würde man unter dem Gejohle des Pöbels zur Beute der wilden Tiere? Bis in die Katakomben des Kolosseums war das Gröhlen der Massen zu hören. Auch wenn heute kein Blut mehr fließt, noch immer strömen Tausende in die Arena des Schreckens. Nie hatte das Kolosseum mehr Besucher. In der 50 Meter hohen und 188 Meter langen Arena fanden damals über 50.000 Zuschauer Platz. Das Kolosseum galt als Prototyp aller Sportarenen, denn viele Stadien der Welt folgen dem Masterplan der römischen Baumeister. So auch die Arena des FC Bayern München, in der die Gladiatoren unserer Tage auflaufen. Im Kolosseum wurde fast 400 Jahre lang gekämpft, gelitten und gestorben. Dann verfielen die Mauern. Anfang des 5. Jahrhunderts verbot Kaiser Honorius das grausame Spaßprogramm. Im Mittelalter wusste man die gewaltige Ruine wieder zu nutzen. Sie wurde zum Steinbruch für das neue Rom. Der Palazzo Barberini, der prächtige Palazzo Venezia, und der mächtige Petersdom wurden mit Steinen des Kolosseums errichtet. Heute wird viel für den Erhalt der Arena getan, das zu einem der 7 neuen Weltwunder gewählt wurde. Wir verlassen Rom und reisen weiter nach Mexiko. Zum nächsten Weltwunder gehört eine unheimliche Unterwasserwelt. In den weit verzweigten Höhlen des Heiligen Brunnen hauste der blutrünstige Regengott der Maya. Es war ein Ort ritueller Menschenopfer. Auftauchen aus dem heiligen Brunnen. An ihm liegt die Ruinenstadt Chichen Itza, eines der neuen Weltwunder. Sie war vor 1000 Jahren das spirituelle Zentrum der Maya. In der Mitte die Pyramide des Kukulkan. Zu Zeiten der Maya erstrahlte sie in leuchtenden Farben. Auf ihrer Spitze riefen Priester mit dem Muschelhorn die Götter an. Um das Jahr 1500 verließen die Maya Chichen Itza. Warum ist bis heute ein Rätsel? Legenden und Berichte von der versunkenen Tempelstadt lösten im 19. Jahrhundert ein wahres Entdeckerfieber aus. Abenteurer und Forscher kämpften sich durch die Tropenwälder, auf der Jagd nach den legendären Tempeln der Maya, die der Urwald verschlungen hatte. Einer war der Amerikaner Edward H. Thompson. 1904 entdeckte er im Dschungel ein großes, unheimliches Wasserloch. War es der geheimnisumwitterte Opferbrunnen von Chichen Itza,
Mit Taucherhelm und Anzug stieg Thompson in die versunkene Welt der Maya. Er unternahm die erste Unterwasserexpedition in Mexiko. Was würde ihn in dem unterirdischen Höhlensystem erwarten? Der Forscher vermutete, dass die Maya hier ihrem Regengott Menschenopfer darbrachten. Und er wusste, dass die Opfer wertvolle Gaben für die Götter mitbekamen. Wo indianische Heiligtümer sind, ist das Gold nicht weit. So hoffen noch heute Unterwasserarchäologen. Für den Glücksritter Thompson muss der heilige Brunnen damals eine wahre Schatzgrube gewesen sein. Denn er soll als reicher Mann nach Amerika zurückgekehrt sein. Gold finden Unterwasserarchäologen heute nicht mehr in den unterirdischen Kalksteinhöhlen. Aber 50 Skelette von Menschenopfern haben sie bis heute geborgen. Mit Menschenblut nährten die Maya ihre Götter. Andernfalls, so glaubten sie, würde die Welt untergehen. Was uns heute so grausig erscheint, gehörte damals wie selbstverständlich zum Kult der Maya. Von Drogen berauscht ging das Opfer in den Tod. Zu Ehren der Götter wurde auch gespielt, ums nackte Überleben. Mit einem Ball aus Gummi. Er musste noch ins Runde. Das Tor der Maya war ein Steinring. Wer verlor, wurde eine Gabe für die Götter. Die blutige Hochkultur der Maya gibt noch heute viele Rätsel auf. Ebenso wie ihr plötzlicher Untergang. Bis ins 19. Jahrhundert existierten nur Zeichnungen von den versunkenen Städten der Maya. Sie wurden als Fantasieprodukte geltungssüchtiger Forscher abgetan, bis sich der Deutsche Theobert Mahler mit 4 Fotokameras im Expeditionsgepäck durch den Tropenwald schlägt. ...1886 lässt er einen klapprigen Aussichtsturm errichten. Er hat Chichen Itza gefunden. Als erster wird er die Ruinenstadt auf Platte bannen. Seine Fotografien wurden wichtige Zeugnisse, denn viele der abgelichteten Monumente sind heute zerstört. Außer der Pyramide des Kukulkan. Sie ist der steinerne Beweis für die hochentwickelte Kultur der Maya. Mit ihr konnten sie auch das Mond- und Sonnenjahr berechnen. Das neue Weltwunder ist der ganze Stolz der Menschen von Yucatan. Gemeinsam restaurieren sie das imposante Bauwerk, um es für künftige Generationen zu erhalten. Aber mit ihren gerade mal 30 Metern kann die Pyramide der Maya mit den Pyramiden von Gizeh doch nicht ernsthaft mithalten. Sie gehören zu den alten Weltwundern der Antike. Das einzige der 7, das bis heute erhalten blieb. Deshalb wollten die Ägypter an der Wahl der neuen Weltwunder nicht teilnehmen. Man besitze ja schon das größte, älteste und beeindruckendste der Weltwunder. Es gibt Wunder der Natur, wie das Matterhorn. Und es gibt Wunder, die Naturwunder und Menschenwerk zugleich sind. Eines davon ist das sagenhafte Machu Picchu, der alte Gipfel. Seine Erbauer müssen Priester gewesen sein. Wie ein riesiger Altar liegt die Stadt auf einem Bergkamm in 2400 Meter Höhe. Wer nach Machu Picchu will, reist in die Anden von Peru. Das neue Weltwunder wurde im 15. Jahrhundert zur Blütezeit des Inka-Reiches erbaut.
Nur selten zeigt sich Machu Picchu in den aufsteigenden Nebeln der Andentäler in ganzer Schönheit. Man nennt sie deshalb auch die Stadt in den Wolken. Vermutlich zog sich der mächtige Inka-Fürst Pachacutec Yupanqui mitsamt seinem Hofstaat in diese einsame Bergwelt zurück. Er sah sich als Abkömmling des Sonnengottes Inti und führte den Kult um die Sonne in der Welt der Inka ein. Alles an seinem Hofe war aus purem Gold. Denn Gold, das waren für die Inka die Schweißperlen des Sonnengottes, die auf die Erde herabtropften. Als die Spanier vor der Küste Amerikas vor Anker gingen, hörten sie von den sagenhaften Schätzen der indianischen Könige. In abgelegenen Buchten begannen sie eine stille Invasion, getrieben von der gnadenlosen Gier nach Gold. Dann brach die Hölle über die Inka herein. Alles, was sie besaßen, alles, was ihnen heilig war, fiel in die Hände der Eroberer. Sie mussten ohnmächtig mit ansehen, wie die Konquistadoren von Ost nach West, von Nord nach Süd ihr Land durchkämmten. Sie plünderten den südamerikanischen Kontinent aus und zerstörten die heiligen Stätten der Indios. Das sagenhafte Machu Picchu aber blieb verschont, wie durch ein Wunder. Es war auf keiner Landkarte zu finden. Bis 1906 ein amerikanischer Archäologe fest entschlossen war, das zu ändern. Hiram Bingham machte sich in den Anden auf die Suche nach vergessenen Inka-Städten. Er kämpfte sich durch das heilige Tal des Urubamba, über steile Berghänge und überwucherte Inka-Pfade. Kein Abenteurer hatte das vor ihm gewagt. Nach jahrelanger Suche in der wilden Bergwelt Perus wurde er endlich belohnt. Hiram Bingham wurde zum Entdecker des sagenumwobenen Machu Picchu, der Stadt in den Wolken. Mitten in den Anden lag, dicht an dicht gebaut, aus präzise behauenen Steinen, eine mächtige Stadtanlage. Die Inka waren geniale Baumeister. Davon zeugen auch hunderte von Terrassen an schwindelerregenden Steilhängen mit schmalen Feldern für den Anbau von Kartoffeln und Mais. Wie war es überhaupt möglich, die Felder zu bewässern und in der menschenfeindlichen Bergwelt zu leben? Ein Indianerjunge half dem Forscher, das Rätsel zu lösen. Er führte ihn zu einem weiteren Wunder von Machu Picchu. Brunnen für die ausgeklügelte Wasserversorgung der Stadt. Auch sie ist ein Zeugnis der Ingenieurskunst der Inka. Ein 800 Meter langer Kanal leitet Quellwasser in die Stadt in den Wolken. Zur Blütezeit des Inka-Reiches lebten hier über 1000 Menschen. Es gab Wohnhäuser, Paläste und Tempel. Heute weiß man, dass die Stadt bereits nach 100 Jahren wieder verlassen wurde, offenbar planvoll. Und so konnte der Urwald den Berg zurückerobern, bis Hiram Bingham Machu Picchu nach 300 Jahren dem Vergessen wieder entriss. Seine besondere Aufmerksamkeit galt einem monumentalen Stein auf einem Hügel. Der Intihuatana, der Altar, an dem man die Sonne fesselt. Er war eine Art Sonnenuhr, mit der die Inka die Tage und die Monate des Jahres berechnen konnten. Vielleicht war Machu Picchu ja ein Pilgerort, an dem die Inka ihrem Sonnengott huldigen konnten. Das neue Weltwunder Machu Picchu. Ein beeindruckendes Zusammenspiel von Natur und Menschenwerk.
Unser nächstes Weltwunder erzählt von einem Volk, das aus Furcht vor Invasoren ein gigantisches Bollwerk errichtete. Die große Mauer von China. Ihr Bau ist eine der größten Leistungen der Menschheit. Doch er ruinierte nicht nur die Staatsschatullen der Kaiser, sondern forderte auch abertausende Menschenleben. Mit dem Bau der chinesischen Mauer wurde schon vor über 2000 Jahren begonnen. 10 Millionen Menschen laufen jedes Jahr auf dem steinernen Drachen, wie China sein Wahrzeichen nennt. Noch heute werden in den Dörfern Mauern aus festgeklopftem Lehm und Stroh errichtet. Ein Haus ist nur fertig, wenn es von einer Mauer umgeben ist, sagt man in China. So ist es nicht verwunderlich, dass ausgerechnet in China ein Superwall entstand. Fast 9000 Kilometer lang windet er sich majestätisch über Hügel und Bergkämme. Das mächtige Bollwerk wurde an der Nordgrenze Chinas errichtet. Es sollte räuberische Nomadenstämme aus dem Norden abwehren. Aber gegen die Einfälle der gefürchteten Bogenschützen waren Chinas Grenzposten nicht gerüstet. Zwar gelang es der chinesischen Armee, das Nomadenvolk wieder in die Steppe zurückzutreiben, doch jeder ahnte es. Der Friede würde nicht von Dauer sein. Deshalb fragte Kaiser Wudi seinen Kanzler um Rat. Der unterbreitete ihm einen so einfachen wie genialen Plan. Eine große Mauer solle das Reich schützen und für immer das Innere vom Äußeren trennen. So begann der Bau der Festungsanlagen im 2. Jahrhundert vor Christus. Der Kaiser schickte Abertausende von Zwangsarbeitern an Chinas Grenze. Ganze Dörfer wurden abkommandiert. Zuerst wurden nur Lehm und Ziegel zum Bau der Mauer verwendet. Im 16. Jahrhundert aber, zur Zeit der Ming-Kaiser, entstand die massive große Mauer, so wie wir sie heute kennen. Chinas Superwall. Das sind viele Mauern, die in verschiedenen Epochen errichtet und später teilweise verbunden wurden. Heute findet an der Mauer einmal im Jahr ein Fest statt, das an die Menschen erinnert, die dieses Weltwunder vollbrachten. Und mit einer Verneigung und mit Gaben wird auch der vielen namenlosen Opfer gedacht, die der gigantische Bau gefordert hat. In China nennt man die Mauer deshalb auch den langen Friedhof. Denn die Kaiser kannten nur ein Ziel, die Vollendung des steinernen Drachen. Koste es, was es wolle. Es war eine wahnwitzige Verschwendung von Baumaterial, von Geld und von Menschenleben. Jeder Meter soll einen Toten gefordert haben. Archäologen fanden an der Mauer Streifen aus Bambus, mit Anweisungen beschrieben, wie die äußere Grenze zu schützen und zu bewachen ist. Der Mauer vorgelagert waren Wachtürme. Sobald ein Feind gesichtet wurde, gaben Feuerzeichen von Turm zu Turm Alarm. Ein ausgeklügeltes militärisches Frühwarnsystem. Auf der Mauer selbst ragten weitere Türme auf. In ihnen waren Hundertschaften von Soldaten stationiert. Über die breite Mauerkrone konnten sie bei Alarm zu bedrohten Abschnitten ausrücken. Erst seit kurzem erforschen chinesische Wissenschaftler die Mauer. Kleine verwitterte Gedenktafeln geben Aufschluss über den Bau der großen Mauer. Um sie zu entziffern, legen die Archäologen nasses Papier auf die eingemeißelten Schriftzeichen. Dann färben sie es mit Druckerfarbe ein.
Eine Inschrift aus der Ming-Dynastie kommt hier zum Vorschein. Sie lobt einen hohen Militär, weil er in Rekordzeit einen großen Abschnitt der Mauer gebaut hatte. Unter Einsatz tausender Männer, Frauen und Kinder. Unter erbärmlichsten Bedingungen, wie wir heute wissen. Der Bau des steinernen Drachen brachte die Kaiser vor 400 Jahren an den Rand des Ruins. Die Soldaten erhielten keinen Sold mehr. Die Verpflegung wurde immer knapper. Sie hungerten. Im Jahr 1644 brach ein Aufstand aus. Die Untertanen des Kaisers setzten sich zur Wehr. Plündernd zog eine Rebellenarmee durchs Land. Während im Inneren der Bürgerkrieg tobte, bedrohte von außen ein neuer mächtiger Gegner das Reich, das Reitervolk der Mandschu. Die Lage schien aussichtslos. Als General Wu die Nachricht erhielt, dass die Aufständischen bereits Peking eingenommen und sich der Kaiser erhängt hatte. Die Rebellen verlangten seine Kapitulation. Er ließ sich aber nicht bestechen und er traf eine folgenschwere Entscheidung. Im Mai 1644 öffnete er den Feinden aus dem Norden die Tore der großen Mauer. Eher sollten die Mandschu über China herrschen, als dass Bauern den Drachenthron besteigen. Tatsächlich vertrieben die Mandschu die Rebellen aus Peking und übernahmen selbst die Macht. Sie bestiegen den goldenen Thron in der verbotenen Stadt und bis 1911 beherrschten die Mandschu-Kaiser das Reich der Mitte. Auch wenn der steinerne Drache das Reich der Mitte letztendlich nicht schützen konnte, wurde er doch zu einem Symbol für die Stärke Chinas, zu einem seiner Wahrzeichen und einem der neuen sieben Weltwunder. Die nächste Reise führt nach Jordanien. Hier liegt, verborgen in einer tiefen Schlucht, das Weltwunder Petra, die Stadt im Fels. Ein Jahrtausend lebte Petra nur in den Geschichten, die sich die Beduinen am Lagerfeuer erzählten. Hier hat das Volk der Nabatäer seine Spuren hinterlassen. Herrliche Paläste für die Toten ließen sie in den massiven Fels schlagen. Petra war im 1. Jahrhundert vor Christus ein Handelszentrum an der Weihrauchstraße. In der römischen Kaiserzeit verlagerte sich der Welthandel. Petra versank in Bedeutungslosigkeit und galt für ein Jahrtausend als unauffindbar. Wären da nicht englische Finanziers gewesen und der Forschungsreisende Johann Ludwig Burckhardt. Sie ermöglichten dem Schweizer 1809 die Suche nach der verlorenen Stadt im Fels. Die Geschichte seiner abenteuerlichen Entdeckungsreise durch die arabische Halbinsel gehört zur Faszination des neuen Weltwunders. Burckhardt ist auf der Suche nach Neuem und Unbekanntem, das er nach England berichten kann. Er teilt mit Beduinen das Brot und studiert ihre Sitten. Und bald betet er sogar mit ihnen gemeinsam zu Allah. Der Schweizer vertieft sein Arabisch und legt sich den Decknamen Scheich Ibrahim zu. So kann er unerkannt als Araber unter Arabern leben. In Aleppo wird Burckhardt von einem wohlhabenden Kaufmann in sein Haus eingeladen. Dort wird ihm eine reiche Antikensammlung gezeigt. Burckhardt, alias Scheich Ibrahim, entdeckt zwischen afrikanischen und arabischen Kunstwerken eine rätselhafte Stele. Es ist ein Bildnis der Al-Uzza, der Göttin der Nabatäer. Zusammen mit griechisch-römischen Skulpturen, so vermutet er, kann dies nur eine Spur zur verschollenen Karawanenstadt Petra sein.
Ihre Wiederentdeckung wäre eine Sensation. Und so macht sich Johann Ludwig Burckhardt aus Basel auf den Weg, sie zu suchen. Er schließt sich einer Karawane an. Bald muss der junge Forschungsreisende erleben, was es wirklich heißt, ein Sohn der Wüste zu sein. Bisher kannte er das Leben der Beduinen nur aus romantischen Reisebeschreibungen. Aber Burckhardt setzt die Suche fort. Ein ortskundiger Begleiter führt ihn an den Rand der arabischen Wüste zwischen dem Toten und dem Roten Meer. In den Bergen, so sagt er, liege eine verlassene Stadt. Und er zeigt ihm, wo der einzige Zugang liegt, verborgen zwischen steilen Felswänden eines ausgetrockneten Flussbettes. Im August 1812 betritt Burckhardt die Stadt, halb so alt wie die Zeit, wie sie die Beduinen nennen. Am Ende der Schlucht öffnet sich ihm ein grandioser Anblick. Ein Grabtempel für einen König der Nabatäer, kunstvoll aus dem Fels gemeißelt, im griechischen Stil. Das Beduinenvolk der Nabatäer war durch den weltweiten Handel mit Weihrauch reich geworden. Sie konnten sich die besten Baumeister und Steinmetze der Antike leisten. Burckhardt konnte nun gewiss sein. Er hatte das mythische Petra gefunden. In Felskammern findet er die schon lange ausgeraubten Grabstellen des Beduinenvolkes. Petra wurde in der Spätantike aufgegeben. Die letzten Bewohner verließen die nahegelegene Stadt im 7. Jahrhundert. Hunderte Bauwerke der Nabatäer sind erhalten. Mit seinen Zeichnungen macht Burckhardt Petra in der Welt bekannt. Die Stadt im Fels ist ein magischer Ort. Und wer heute den Weg nach Petra findet, kann noch immer das Weltwunder bestaunen. Wie ihr Entdecker vor 200 Jahren. Bevor wir das letzte neue Weltwunder besuchen, stellt sich die Frage, warum hat es keines der deutschen Bauwerke unter die 7 Weltwunder geschafft? Was ist eigentlich mit dem Kölner Dom, dem gotischen Wunderwerk? Immerhin mit 157 Metern die drittgrößte Kathedrale der Welt. Trotz 6 Millionen Besucher im Jahr landete er nur im Mittelfeld. Und was ist mit Neuschwanstein, dem Märchenschloss König Ludwigs? Es gibt kein zweites in der Welt, allenfalls in Walt Disneys Cinderella auf der Leinwand. Das reichte leider nur für einen Platz unter den Top 21. Aber wurde er nicht zu Recht zu einem der 7 Weltwunder gewählt? Cristo Redentor, Christus der Erlöser in Rio de Janeiro. Schließlich liegt zu seinen Füßen die Cidade Maravilhosa, die schönste Stadt der Welt, wie sie die Brasilianer stolz nennen. Schon um 5 Uhr morgens Frühsport an der Copacabana. Körperkult ist hier alles. Ewig jung und sexy will man sein. Diese Stadt schläft nie, aber sie träumt immer, sagt man hier. Der Cristo, die Arme weit ausgebreitet, beschirmt seit 1931 Rio de Janeiro. Zur Feier des 100. Jahrestages der Unabhängigkeit Brasiliens wurde er errichtet. 30 Meter hoch erhebt er sich über der Stadt. Wenn der meist fotografierte Hirte der Welt auf seine Schäfchen blickt, sieht er das eigentliche Weltwunder. Die Menschheit wächst zusammen.
Monte Carlo, Miami, Hawaii, das ist vorbei. So wird hier über andere Traumstädte der Welt gespottet. 2016 kommt die Welt nach Rio, zu den Olympischen Spielen. Und 2014 zur Fußball-Weltmeisterschaft. Das Endspiel im Maracanã-Stadion kann Christo von oben aus sehen. Und vielleicht erhört er ja auch Stoßgebete um Tore. Rio befindet sich im Umbruch. Wir sind nicht nur Samba und Karneval. Unsere Wirtschaft boomt und die gute Laune ist echt. Die Zukunft hat hier nichts Beängstigendes. Das Wahrzeichen von Rio hat der Bauingenieur Silva Costa entworfen. Eine technische Meisterleistung. Über 1000 Tonnen Stahlbeton wurden verbaut. Bis zum Jahr 2010 war der Cristo von Rio die größte Christusstatue der Welt. Dann ist in Polen ein noch größerer Christus erschienen. Ganze 6 Meter höher als der von Rio. Aus Christus dem Erlöser ist bei ihnen Christus Król, Christkönig geworden. Er aber steht in einer vielbesuchten Pilgerstätte nur auf einem Hügelchen. Ohne die atemberaubende Aussicht seines Vorbildes in Rio. Hier geht Christus Blick hinunter zum Strand, wo die Surfer auf den Wellen reiten. Wo all die kleinen Sünder ihren Spaß haben und auf Vergebung durch den Erlöser hoffen. Und Cristo wird mit Wohlgefallen auf das friedliche Zusammenleben der Kulturen und Rassen sehen. Nicht nur in Brasilien. Die Menschheit wächst zusammen auf unserer gemeinsamen Welt. Auf allen Kontinenten wurden die neuen Weltwunder gewählt. Sie sind Zeugnisse jahrhundertealter Kulturen. Nicht nur sie gilt es zu erhalten.